Ja, also das ist eine Zumutung ohnesgleichen. Dann muss man mal im Keller, dann einkaufen. Und da komme ich also am Tag auf 10-mal rauf und runter. Ja, die Kosten laufen weiter für den Aufzug. Wir dürfen aber laufen. Ja, ich bin sehr sauer. Und ich hatte auch sehr schwere Rückenleiden, musste jeden Tag zur Spritze. Seit dem 29. August steht dieser Aufzug. Ich weiß, der ist da, aber ich glaube, der ist im Moment nicht zu sprechen. Man müsste letztendlich auch über den Rechtsweg dann denjenigen, der da ein bisschen bummelt, in Anspruch nehmen. Dankeschön. Ja, sehr schön. Kommen Sie ruhig nochmal hoch. Danke. Bis nach vorne. Lieferzeit. Das heißt Oktober. Ja. Vielleicht nochmal den Kopf schütteln? Lesen und Kopf schütteln und dann zur Weile gehen. Genau. Schütteln und dann weggehen. Und bitte. Mein Gott, nein. Mhm. Bitte schön. Dankeschön. Meistens hätte ich darauf geändert, aber kann ich ja trotzdem. Oder? Und bitte! Ja, also das ist schon eine Zumutung ohnesgleichen. Die Leute hier jetzt fast 200 Monate Trepp auf, Trepp ab laufen zu lassen. Man hat ja seine technischen Bedürfnisse, Wäsche, Einkaufen. Wir haben einen kleinen Hund, dann vergisst man aber was. Verwandte besuchen, Bekannte besuchen. Wir wollten uns neue Möbel bestellen, können es nicht, weil niemand schleppt die hoch. Also es sind Einschränkungen, die schon fast in die Lebensqualität eingreifen. Einfach, ist einfach eine Belästigung und wie gesagt, ist auch ein Eingriff schon in die persönliche Freiheit. 5 Etagen, 200 Monate laufen, bitte. Wer es mag, soll es. Ja? Aber mir reicht's. Okay. Und bitte.
zurück. Stopp wieder. Okay, bitte. Oh, Gott sei Dank. Okay. Dann muss man mal im Keller, dann einkaufen, wie so ein täfischen Leben sich abspielt. Und da komme ich also am Tag auf 10-mal rauf und runter. Ja, mit dem Hund Gassi gehen, abends um 9:30, letzte Mal. Das ist dann also der größte Frust. Und gerade jetzt um die Jahreszeit muss ich dann wieder anziehen und wieder hochlaufen, kommst nass, die schwitzt nach oben, duchst dich nochmal ab. Also wie gesagt, das sind einfach alles nur Unannehmlichkeiten. Und das Schlimme ist einfach, nur weil irgendjemand da die Sachen einfach hat schludern lassen. Nichts machen? Ja, das ist einfach, ich sag jetzt mal einfach, geschludert worden, gepokert worden, weiß der Teufel. Bis dass der TÜV im November, im August gekommen ist, Ende August, und steht ja auch da, der TÜV hat also gesagt, ich betrete diesen Aufzug nicht mehr, besteht Lebensgefahr, ich sperre den sofort. Fazit ist für mich, dass irgendwelche Leute, die die Sache verschlammt und versäumt haben, definitiv mit unserem Leben gespielt haben, mit Bestand Lebensgefahr. Und das über einige Monate. Wie gesagt, nur nochmals darauf zurückzukommen, es ist ganz einfach, 2 Monate lang im von Februar bis April geschlammt worden und da ist nichts passiert. Und ich bin der Meinung, wenn da was passiert wäre, hätte man Zeit genug gehabt, die Ersatzteile zu bestellen, weil der Aufzug ja da noch lief, bis im August. Ja, die Kosten laufen weiter für den Aufzug. Ja, also die Umlage ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die ist im Einzelnen. Das wird alles weiter bezahlt und wir dürfen aber laufen. Wenn das sich also jetzt in den nächsten 3-4 Wochen nichts bewegt, überlege ich mir, eine Klage einzureichen. Für mich ist das eine absolute Frechheit. Ich habe also mit der Verwaltung gesprochen und dann bekommt man nur zu hören, wir ziehen uns den Schuh nicht an. Also wie gesagt, der TÜV-Beamte hat ja bei der Stilllegung ganz klar gesagt, mit diesem Aufzug fährt niemand mehr, selbst ich traue mich da nicht mehr rein, weil einfach Lebensgefahr besteht. Und da kann ich nicht verstehen, dass Verwaltung, von der Verwaltungsseite aus nichts geschehen ist. Die hatten Zeit, mit einer Fristsetzung von Februar bis im April den Aufzug zu reparieren bzw. wiederherzustellen, wie auch immer. Und in den 2 Monaten ist nichts passiert. Ja. Wird ja alles festgehalten hier, Fristsetzung. Motorgetriebe, Motorsteuerung kaputt. Und passiert gar nichts. Und nichts passiert. Steht ja alles da. Alles aus Getriebe, defekt und so weiter und so fort. Denn die fristen das ja. Und sie haben dabei Menschen in Gefahr gebracht. Ja. Getriebe, Motorsteuerung, Kabinensteuerung im Aufzug. Und wie gesagt, was ich so bemängel, ist ganz einfach eben, dass keine Auskunft kommt, keine Information, dass man mal hört, irgendwie so nächste Woche würden die Arbeiten beginnen. Es tut sich nichts, gar nichts. Wir tappen einfach nur Trepp auf, Trepp ab und damit hat sich.